Dein Lehen ist jetzt zugeteilt, dein erster Ausbau ist gestartet, dann wollen wir mal an deiner Person und Ausrüstung etwas arbeiten. Dazu klicken wir wieder auf das Anfänger-Tutorial anschalten. So, hier steht jetzt zum Beispiel schon, dass du eine neue Waffe kaufen musst. Da kommen wir dann später zu. Wir klicken jetzt erstmal auf Ritter und dann kommst du in die Ritteransicht. Dort kannst du zum Beispiel jetzt das Geschlecht deines Ritters wählen und aufpassen dabei, denn dies ist natürlich nur einmal möglich. Ich klicke jetzt männlich an, gehe auf Geschlecht speichern und damit ist der Antiochia Freiherr Test die Tester jetzt als männlich definiert. Da wir jetzt schon einmal in der Ritteransicht sind, schauen wir uns gleich einmal hier um, denn die Ritteransicht ist eine der wichtigsten Seiten des Spiels. Hier findest du unter anderem die Tageseinstellungen, hier unten, Lebenskraft sammeln, Körper trainieren, Geist erweitern und faulenzen, was etwas Silber bringt. Und du kannst zum Beispiel jetzt hier eins anklicken, ich nehme jetzt hier mal Körper trainieren, gehst auf Tagestätigkeit speichern und siehst dann hier oben, dass Körper trainiert wird. Hier in der ersten Spalte siehst du deine aktuellen Werte und in der zweiten Spalte siehst du die Werte, die du dann nach der Auswertung haben wirst. Wenn du einen Wert steigerst, wird ein anderer Wert dafür gesenkt. Wenn wir zum Beispiel jetzt auf Geist erweitern gehen, dann sehen wir, dass wir dann hier nach der nächsten Auswertung 126 Geist hätten. Und die Lebenskraft sinkt. Gleiches funktioniert natürlich auch mit der Lebenskraft. 130, da sinkt dann nichts weiter. Lebenskraft ist auch relativ schnell steigerbar. Weiter unten hast du dann die Einstellungsmöglichkeiten für deine deine Kampfweise. Wenn du zum Beispiel in einem Heer bist und gegen ein anderes Volk kämpfen willst, dann hast du die Möglichkeit, deine Angriffsweise auf aggressiv, offensiv oder defensiv zu setzen, je nachdem, was du für Waffen hast. Wenn du eine Lanze dabei beiführst, dann kannst du hier auch die Lanze anklicken. Das geht momentan noch nicht, weil Lanzen sehr teuer sind und eher etwas für erfahrene Ritter. Hier unten ist es möglich, dass du die eingesetzten Lebenspunkte in der Schlacht eingibst. Wir nehmen jetzt mal 30 Lebenspunkte, gehen dann auf Felderkampfeinstellungen speichern und es ist jetzt alles gespeichert. Und wenn du jetzt in die nächste Schlacht gehst, dann setzt du 30 Lebenspunkte dort ein. Ebenfalls hast du hier eine Rubrik Waffen und Rüstung. Das ist die Ausrüstung, die du bei dir trägst. Momentan hast du noch nichts. Und wenn du das hast, kannst du es hier anlegen. Kannst es einmal in die Haupthand nehmen, was die rechte Hand wäre, die Nebenhand wäre die linke Hand. Und dann halt, wenn du Rüstung hast, dass du es an die entsprechende Stelle auch legen kannst. Womit wir bei der Ausrüstung angekommen sind. Du hast noch keine, aber das wollen wir natürlich ändern. Wenn wir zum Beispiel das Tutorial klicken, ist der nächste Schritt, dass du dir eine Waffe kaufen musst. Wir klicken jetzt hier auf Waffe kaufen oder du kannst auch über Handel auf den Waffenhandel gehen. Das ist beides identisch. Waffe kaufen. So, dann siehst du hier eine sehr große Anzahl an Waffen, die möglich sind. Sehr viele hier. Ich scroll jetzt mal runter. Es sind teilweise sehr große Waffen dabei, Zweihandwaffen und die, wie du siehst, sind teilweise auch sehr, sehr teure Waffen dabei. Das ist für uns erstmal nicht wichtig. Am Anfang gibt es mehrere Anfängerwaffen, das wäre der Knüppel, das Messer, die Kette und die Keule. Die kosten alle 2 Silber. Dazu dann noch eine andere Kategorie von etwas teureren Waffen, die mehr ritterlich aussehen letztendlich und auch etwas mehr kosten. Das alte Langmesser, die alte Bartaxt. Alter Kettenmorgenstern und der alte Spieß. Für den Anfang reicht eine der Anfängerwaffen aus. Ich klicke jetzt zum Beispiel einfach mal an das Messer, gehe auf Kaufen und habe jetzt ein Messer gekauft, was auch in meiner Ansicht erscheint. Wir gehen jetzt auf Waffe anlegen. Das gleiche könntest du, wie gesagt, über den Menüpunkt Ritter machen. Wir gelangen dann wieder in die Ritteransicht. Jetzt haben wir hier in der Haupthand die Anzeige Messer. Und klicken auf diese. Bestätigen das mit Ausrüstung anlegen. Und das Messer erscheint in der Hand. Ganz wichtig ist, dass du am Anfang keine teuren Waffen kaufst, außer die Anfängerwaffen, weil die Anfängerwaffen keine Reparaturkosten besitzen. Du kannst sie einfach kostenlos reparieren lassen, während die teuren Waffen teilweise sehr enorme Reparaturkosten haben und die kannst du dir am Anfang noch nicht leisten. Dafür musst du warten, bis dein Lehen ausgebaut ist.
Mit der Rüstung funktioniert die ganze Sache sehr ähnlich. Wir gehen jetzt über Handel in den Rüstungshandel. Und auch da siehst du sehr viel Rüstung. Zuerst Leder, altes Leder, dann Leder, Kettenrüstung, Metallrüstungen, Plattenrüstung und teilweise auch Volksgeschichten. So, hier Stahl, Beinschutz und Kette. Das sind dann die ganz, ganz teuren Sachen für die alten reichen Ritter. Das interessiert mich alles noch nicht so weit. Wir gehen jetzt einfach mal auf den alten Lederhelm, weil er nur 5 Silberstücke kostet, und kaufen den. Kaufen, klicken dann wieder in die Ritteransicht und haben hier unter Kopfschutz jetzt den alten Lederhelm zu stehen. Klicken diesen an und gehen auf Ausrüstung anlegen wieder und der Helm erscheint hier. Damit hast du jetzt deine erste Ausrüstung und man kann eigentlich nur sagen, Glückwunsch, jetzt bist du ein Ritter.